Servus und herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Mein Name ist Lukas, ich bin von Bestens und heute geht es um ein weiteres Laufband aus der Sportstech-Reihe und zwar das F37. Das möchte ich euch heute einmal ganz kurz hier vorstellen in diesem kleinen Video. Ich möchte euch die Highlights zeigen, möchte euch ein bisschen was über meine persönliche Meinung erzählen und ihr könnt natürlich am Ende euch dann überlegen, ob ihr euch dieses Laufband holen möchtet. Ganz wichtig für euch, ihr habt unten in der Videobeschreibung den aktuell besten Preis, den wir für euch ermittelt haben. Das heißt, dort könnt ihr euch nochmal genauer informieren bzw. einfach auf den Link klicken und dort könnt ihr euch das Laufband bestellen. Super, dann geht's mal los mit dem Video. So, bist du auf der Suche nach einem hochpreisigen Laufband, dann bist du bei Sporttech genau richtig. Solltest du jetzt irgendwie Laufband suchen, dass du so eine Fitnessstudios kennst, die eher einfach und schlicht gehalten sind, muss ich dich an dieser Stelle enttäuschen. Bei Sporttech hast du eher hochpreisigere Laufbänder am Start. Das heißt, du hast dementsprechend natürlich auch einen gewissen Preis zu bezahlen, hast aber natürlich dann dort in der Qualität keine Mängel bzw. keine Abstriche. Hast natürlich auch einen technischen Vorteil gegenüber der Konkurrenz, hast mehr Features, hast mehr Möglichkeiten und dementsprechend ja, geht es auch hier um ein Laufband, das eher für Profis geeignet ist. So vom ersten Eindruck, wenn du dir das Laufband einfach mal ansiehst, merkst du relativ schnell einfach von der Optik, hebt sich das Laufband einfach brutal ab. Das heißt, das Ganze sieht sehr elegant aus, modern, schlicht gehalten, einfache Farben, rot, schwarz, grau, harmoniert ziemlich schön und im Endeffekt hast du auch noch einen großen Bildschirm auf dem Laufband, dazu später mehr. So, kommen wir mal zu den Hauptfunktionen. Du hast, wie gesagt, durch den Bildschirm hast du eine Kinomap. Das heißt, du kannst dort sozusagen deine Wege simulieren, also wo du genau joggen möchtest bzw. laufen möchtest. Und das Ganze kannst du mit einer App verbinden. Kannst ja auch durch die Kinomap gewisse Live-Events auf dem Bildschirm projizieren. Hast einen Multiplayer-Mode, hast Echtzeit-Events. Hast Lautsprecher, hast ein Belüftungssystem, also du hast im Prinzip alles, was du brauchst. Zusätzlich hast du auch noch einen Pulsgurt, den gibt es gratis inklusive. Das heißt, du kannst dir diesen Gurt unter deine Brust setzen und der misst dann auch wirklich ganz genau deinen Puls. Du kennst das vielleicht bei anderen Laufbändern, die jetzt nicht so teuer sind, beziehungsweise eher so eine Art Berührungspulsmesser anbieten. Der ist meistens nicht immer so genau und dann hast du hier mit dem Gürtel auf jeden Fall etwas sehr Feines. Ja, ansonsten hast du auch noch eine integrierte automatische Schmierfunktion. Das ist natürlich auch sehr vorteilhaft, was die Wartung angeht. Das heißt, die Wartung fällt, sage ich mal, einfacher aus, beziehungsweise auch nicht so häufig aus. Und damit bist du auf jeden Fall gut bedient. Was sind denn so die Pluspunkte auf einen Blick? Also, wir haben eine Motorleistung hier von 7 PS. Wir haben eine Laufgeschwindigkeit bis zu maximal 20 km pro Stunde. Wir haben ein Benutzergewicht von maximal 150 Kilo. Du hast eine Smartphone-Anwendung per App und du hast natürlich das Schmiersystem. Dazu gibt es noch Lautsprecher, ein Belüftungssystem, der Pulsgurt, ein automatisches Schmiersystem und eine automatische Steigung von bis zu 15 Grad. Das heißt, du kannst das Laufband ein bisschen anheben, dann wird das Ganze ein bisschen anstrengender, auch gut für Muskelaufbau. Und du hast eine Quick-and-Fold-Funktion. Die ist auch ganz nice, wenn du dein Laufband irgendwie, sag ich mal, nicht mitten im Raum stehen haben möchtest, kannst du das Laufband sozusagen zusammenfalten und dann kannst du es unter das Bett legen oder hinter die Tür. Den Hersteller von Sporttech war es natürlich auch sehr wichtig, dass du ein natürliches Laufgefühl hast. Das heißt, du hast ein 8-mal gelenkschonendes Dämpfungssystem. Das heißt, jedes Mal, wenn du auf das Laufband trittst, ist das Ganze für dich ein bisschen gelenkschonend strukturiert. Das heißt, du hast einen leichten Aufdruck. Und dementsprechend ist das Laufband super geeignet für Leute, die irgendwie auch ja, Gelenkprobleme haben, Rückenprobleme oder Fußprobleme. Das Ganze ist mit hochwertigem Material ausgestattet und du hast natürlich auch eine extra breite Lauffläche. So, das war's vom kleinen Produkttest. Ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen. Solltest du irgendwie ja, Fragen haben, dann kannst du das Ganze kommentieren. Über ein Like würde ich mich freuen, über ein Abo würde ich mich freuen. Generell über Kommentare, Pluspunkte, Kritikpunkte, wie auch immer. Und vergiss nicht, nochmal in die Videobeschreibung reinzuschauen, um dich nochmal genauer über das Produkt zu informieren, beziehungsweise über den aktuellen Preis, besten Preis, den wir für dich ermittelt haben. Mein Name ist Lukas und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.